Herzlich willkommen zum ersten Podcast Deutschland und Peru, der Menschen interviewt mit einem Business in Peru oder in Deutschland. Herzlich willkommen, wo immer ihr auch zuschaut und zuhört, ob in Deutschland, in Peru oder wo auch sonst immer auf der Welt. Herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid, ob ihr jetzt im Auto seid, zu Hause, vielleicht beim Bügeln oder im Flugzeug sitzt, wo auch immer. Schön, dass ihr da seid. Zuschaut, für alle, die das Video sehen können oder zuhören, die dann den Text haben und unsere Stimmen. Mein heutiger Gast möchte ich vorstellen. Zunächst ist sie aus Lima und wohnt jetzt in Hessen, in Nordhessen, in der Nähe von Marburg. Mein heutiger Gast ist Magali Aliaga von der Firma Connecting Continents bei Magali Aliaga. Und Magali hilft Unternehmen als touristisches Unternehmen das Portfolio mit interessanten, vielleicht noch unbekannten südamerikanischen Reiseprodukten zu erwerben. Natürlich sehr viel mit Peru. Magali Aliaga wurde im Jahr 2016 Unternehmerin und hat Connecting Continents gegründet. Sie ist langjährige und weitreichend ausgebildet in Sprachen und Beruf mit Studium und erfolgreichen Bachelorabschluss mit akademischem Lizenziat im Hotelfach und Tourismus. Von daher eine Expertin für das Thema Tourismus. Herzlich willkommen in diesem Podcast, liebe Magali. Vielen Dank, Holger. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Magali, was brachte dich denn von Lima, Peru, nach Deutschland, nach Nordhessen? Ja, das war in 2014. Also ich habe einen deutschen Mann geheiratet und deswegen sind wir also entschieden, in Deutschland zu leben. Mhm. Weil an Anfang war das so, dass wir nicht sicher waren, entweder Lima oder Deutschland. Ja. Und gut, am Ende haben wir uns entschieden, nach Deutschland, also ich, nach Deutschland umziehen. Also in Deutschland ankam, so das allererste Mal, als du gelandet bist, vom Flughafen heraus und dann ins beschauliche Nordhessen. Wie war das für dich? Was hast du da wahrgenommen? Welche Gefühle hattest du da? Genau, Holger. Also ich muss erstmal etwas sagen. Das war nicht mein erstes Mal, also als ich in 2014 hier kam. Mhm. Also ich war Au-pair-Mädchen, als ich 19 Jahre alt war. Ja. Und das war mein erster Kontakt, kann man sagen, mit Deutschland. Ne? Ja. Und ja, damals, ja, also ist eine andere Welt, muss man sagen. Mhm. Alles sehr ordentlich in Deutschland, mhm. im Vergleich mit Lima, kann man sagen, mit Peru. Und ja, natürlich auch das Wetter. Ne? Ja. Also, mein erstes Mal in Deutschland, war im Januar und war sehr, sehr kalt. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Ja. Gibt es einen Moment, an den du dich ganz besonders erinnerst, der vielleicht besonders herausfordernd war am Anfang? Einen besonderen Moment? Genau. Also jetzt in 2014 war ganz anderes, muss man sagen, weil wenn man als Au-pair kam, ist nur ein Jahr und dann ist vorbei. Ja. 2014, ja, ich bin umgezogen und ich musste ein Leben hier anfangen. Mhm. Und ich war schon 39, also das kann man nicht vergleichen. Mhm. Und wenn man 39 ist, man hat schon viel Erfahrung gesammelt, also Berufserfahrung gesammelt und sucht ja, eine Arbeit, die man liebt, in die Richtung. Bei mir, in meinem Fall, Tourismus oder Hotelfach. Ne? Ich habe Tourismus und Hotelfach studiert. Mhm. Ja. Genau. War das schwierig dann, als du angekommen bist in Deutschland, also das 2014, ausgebildet, also Karriere gemacht, Studium, beruflich aktiv gewesen, dann nach Deutschland zu kommen, also nicht mit fremde Kultur, war wahrscheinlich weiterhin auf jeden Fall ja nicht die Muttersprache. Das ist manchmal eine Herausforderung. Wie ist es dir da ergangen, als du auf Suche warst nach einem Arbeitsplatz, nach einer Beschäftigung, die dich ausfüllt? Ja, das war am Anfang sehr enttäuscht. Also ich war enttäuscht,
und traurig und ich war wirklich unzufrieden. Mhm. Ich habe schon gedacht, dass vielleicht wir zurück nach Peru ja, gehen. Aber gut, ich habe erstmal überlegt, gesagt, okay, gut, ist nicht so einfach, etwas so in Tourismus oder Hotel zu finden. Aber ich habe mich nicht hängen lassen. Ja. Ich habe weiter Deutsch gelernt, ja, mhm. und ich habe auch meinen Führerschein gemacht. Ja. Mhm. Genau. Und ich habe gedacht, das sind Sachen, die ich sowieso brauchen werde. Ne? Ja. Und ja, so, also wie gesagt, wenn man so schon so viel Erfahrung hat, ist schwierig, einen anderen Job zu machen. Mhm. Ja. Ja. Ja, lass uns mal zurückgehen zu Magali als vor der Au-pair-Zeit, also in Peru, in Lima, Schule zu Ende, vielleicht überlegt, was mache ich mit meinem Leben? Wieso damals Deutschland? Wieso damals Deutschland? Das ist schön. Also mein Vater hat immer mit Deutschen und Schweizer in Peru gearbeitet, mhm. in Lima. Er war lange Jahre Pächter des Restaurants im Club Germania, in den deutschen Club. Okay. Mhm. Ungefähr 10 Jahre. Also ich war sehr jung, wir waren jeden Tag da. Wir sind, also dem Club Germania war für uns wie ein zweites Haus, ja. muss ja. ich sagen. Mhm. Und meine Eltern haben mich gefragt, ob ich Deutsch lernen will. Und mhm. ich war noch in der Schule. Und für mich war etwas, ja, habe ich das sehr, sehr schön gefunden, mhm. weil erstmal ich kannte keiner, die Deutsch konnte. Ja. Und ja, als Sprache, jeder lernt Englisch, in der Schule habe ich Englisch gelernt, mhm. aber Deutsch. Dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und dann nach meiner normalen Schule mhm. habe ich 2-mal in der Woche in der Humboldt-Schule. Ja, okay. Unterricht gehabt ja. und ich musste meine kleine Schwester mitbringen zusammen. Ja. Wie waren wir da zusammen? Und ja, nach 2 Jahren habe ich mit meinen Eltern geredet und gesagt, ich kann nicht mehr, das ist so schwierig für mich. Okay. Ich aufhöre. Mhm. Und die haben gesagt, okay, gut, aber meine kleine Schwester hat weiter gemacht. Und danach motiviert hat, ist, dass ja. meine Schwester Austauschschüler gemacht hat. Ja, also okay. sie war 14 mhm. und sie ist nach Deutschland, sie war in Limburg ja, okay. als Austauschschülerin. Mhm. Und als sie zurück nach Peru kam, sie konnte Deutsch reden und das konnte ich nicht glauben. Ne? Sie ja. hat ihre Familie, ihre Gastfamilie angerufen. Mhm. Sie konnte Deutsch und ich habe gesagt, wie kannst du Deutsch reden? Ne? Ganz, ganz, ganz gut. Und sie sagte, ja, du musst nach Deutschland reden mit meinen Eltern und du musst auch so etwas machen. Aber ich war schon 19 mhm. und Austausch geht nicht mehr. Ja. Aber dann war die Möglichkeit, Au-pair zu machen. Okay. Ne? Dann hat mein Vater mit mir geredet und gesagt, ja, es gibt die Möglichkeit, aber ist Au-pair-Mädchen und das dauert ein Jahr. Mhm. Okay, ich hatte keine andere Möglichkeit. Ich wollte die Sprache lernen und das habe ich gemacht. Ja. Das habe ich gemacht und das war wirklich eine super Erfahrung, mhm. weil ich so jung war. Ich war nie weg von Peru, erstes Mal weg von Peru, okay. keine Eltern ja. dabei, andere Sprache, andere Welt. Ne? Also mhm. das war mein erstes Mal da. Ja, in welcher Stadt warst du in Deutschland? In Bremen. In Bremen. Okay, ja. 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 Dann war das Jahr vorbei. Und wie war es, als du von Deutschland wieder zurückkamst nach Peru, nach Lima? Wie war das? Schwierig, weil also die Sachen hier waren anderes, ja, besonders für mich
das Verkehr, ne? Im Vergleich mit Lima, also das sehr chaotisch ist, aber gut. Ja, also ich wollte dann, als ich schon einmal in Deutschland gelebt habe, diese Lust, um nochmal raus von Peru, hat gewachsen. Also ich wollte das Gleiche in Frankreich machen, in England auch, aber irgendwie hat nicht geklappt. Und ich bin 24 geworden und dann habe ich angefangen, auf Kreuzfahrtschiffe zu arbeiten. Ich war viel unterwegs. Sehr schön, okay. Ja. Aber was ich sagen wollte, ist, dass die deutsche Sprache hat mir immer geholfen. Also hat mir immer Tür geöffnet. Auf dem Schiff, in Peru. Also ich habe auch für Reiseveranstalter gearbeitet. Also wirklich, weil ich muss sagen, nicht so viel können Deutsch reden. Ne? Ja. Ja, dann war die Zeit vorbei auf dem Schiff. Und wie ging es dann weiter? Was denn du bist unterwegs? Was hast du dann gemacht? Wie war diese Zeit für dich? Genau, also ich habe für Costa Kreuzfahrten an Bord gearbeitet. Erstmal als Kellnerin und am Ende war ich an der Rezeption, als Senior Receptionist. Bis 2007. Und ich bin zurück nach Peru. Aber ich muss sagen, ich habe immer versucht, in Peru zu bleiben. Aber ich habe immer Pech gehabt, keine richtige Arbeit gefunden. Aber ab und zu habe ich auch mit meinem Vater und meinen Eltern gearbeitet, also mit meinem Vater und meiner Schwester gearbeitet. Also die sind in Gastronomie. Und da habe ich auch immer geholfen und gearbeitet. Aber gut, in 2007 bin ich dann angefangen direkt dann mit Tourismus. Ja. Also habe ich für einen Reiseveranstalter in Lima gearbeitet und dann bin ich bis jetzt im Tourismus geblieben. Ja. Ja. Über 2007, Studium, Promperu, viel im Tourismus unterwegs gewesen. Wie war dann das Ereignis, dass du deinen Mann kennengelernt hast? Genau, also ich bin in 2010 habe ich mit Promperu angefangen. Da habe ich als deutsche Markexpertin gearbeitet, genau. Also ich musste die ITB Berlin vorbereiten. Ja. Und ich bin nach Deutschland zweimal im Jahr, also geschäftlich gereist. Mhm. Und durch meine Reise habe ich meinen Mann kennengelernt. Und er war in Peru in 2012, ich war in Deutschland 2013 und 2014 haben geheiratet. Und dann bin ich nach Deutschland. Wie war für deinen Mann Peru? War er davor schon einmal in Südamerika oder in Peru gewesen? Nein, er war nie in Südamerika und ich vergesse niemals. Also der Thilo ist immer sehr positiv, ne? Das ist wirklich etwas, das ich von ihm mag. Aber als er kam, ich erinnere mich, er hatte Pech gehabt mit dem Flug. Er musste einen Tag vorher in Lima landen, hat nicht geklappt, ist am nächsten Tag mit anderen Flug und er ist durch Europa gelandet und dann in Peru. Ohne Koffer und so. Ja, okay. Aber er war noch positiv und kein Problem. Aber wir haben ein Taxi genommen und dann sind wir von Jorge Chavez draußen. Ja. Und dann, er war bei mir, hat meine Hand gedrückt. Ja. Ich habe gesagt, hier passiert nichts, ist normal. Er hat die Panik gehabt. Ne? Ja. Und ich muss lachen, weil der Thilo war schon 5, 6, 7 Mal in Lima schon. Ja. Und ich habe ihn einmal, nach 2 Jahren vielleicht, sein zweites Mal, dass er da war, habe ich gefragt, ob er in Peru, in Lima fahren, ob er sich traut zu fahren. Ne? Und er sagte, niemals, niemals. Und jetzt seit 2 Jahren fährt er schon. Ja. Schön. Ja, das wird auch, ja. Ich bin auch immer überrascht, wenn ich in Lima fahre, dass ich von rechts überholt werde und dann jemand mir die Vorfahrt nimmt.
Und dann arbeite ich noch an mir, ruhig zu bleiben. Das fällt mir extrem schwer. Ja, also für Thilo, denke ich, ist jetzt eine Hobby jetzt, ne? Dass er da lieber fahren kann. Macht er das wirklich gerne? Ja, dann seid ihr zusammen, ihr habt geheiratet und du hast ja vorhin erzählt, dann wieder nach Deutschland kamst, Nordhessen, um zu schauen, was kann man beruflich tun. Wo kam dann die Idee her, sagen, okay, ich baue meine eigene Firma auf? Was war da so der Punkt? Gibt es da etwas? Ich habe eine Arbeit gefunden und das war eine Agentur für Tourismus, ja, Marketing, touristische Marketing. Und die hatten viele Kunden gehabt aus Asien, aus Afrika, aber aus Südamerika keiner. Und ich habe diese Stelle bekommen, also dass ich Südamerika, ja, das Produkt in Südamerika entwickeln. Also die brauchten dann ja, Produkte zu vertreten und die MCs. Und Mach gerade noch mal DMCs, mal was das bedeutet. ja, Destination Management Company. Das sind die Agencias de Viaje, Operadores turísticos. Und ja, nach 3 Monaten ist die Firma ja, hat finanziell Probleme gehabt und dann war ich arbeitslos. Ne? Nochmal. Aber dann da habe ich bemerkt, dass ich ja, diese Arbeit auch allein machen konnte. Ja, sehr schön. Ja, weil manchmal merkt man nicht, wie viele man kann, wie viel man kann. Und man merkt nicht, wie viele Kontakte man hat. Ne? Und durch meine Erfahrung habe ich gesagt, gut, ich konnte das auch allein machen. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht ein paar Kunden zu kontaktieren, ne? Ein paar Firmen in Peru. Ja. Und ja, gut, da hat mein Mann auch viel geholfen, weil ich musste hier in Deutschland sehen, ob ich das überhaupt machen konnte. Gott sei Dank, mein Diplom war hier anerkannt und ich Ja. konnte das machen. Also wir haben mit Finanzamt und so, wir hatten eine Freundin, die uns geholfen hat auch. Ja, Steuerberater. Und ja, so war das. Und mein erster Kunde war eine Firma aus Iquitos, das sind Speditionskreuzfahrtschiffe. Ja. Und ich habe die bis 2019 Ja. vertreten. Genau. Ja. So ist alles angefangen. Und genau, 2016, im Juli habe ich da angefangen. Und mein zweiter Kunde ist in 2017 ja, zu mir einfach gekommen. Ne? Ja. Ich habe das nicht erwartet und das war Heliconia Amazon River Lodge, die auch in Iquitos liegt. Und nach ein paar Monaten meine dritte Kunde aus Chile, das sind die Expeditionskreuzfahrtschiffe in Patagonien. Und ja, also alles gut, also viel zu tun und ja, ich habe meine Arbeit wirklich geliebt, weil ja, ich bin Peruanerin, Südamerikanerin und die Produkte zu vertreten, macht mir auch viel, viel Spaß. Ne? Also, ich liebe Peru, ich liebe Südamerika. Also wirklich sehr schön. Ja, über Iquitos und über dieses Kreuzfahrtschiff oder Flusskreuzfahrt war ja auch unser gemeinsamer Kontakt von der Autorin und Reisejournalistin Susanne de Winter mit dem, wie ich finde, Genau. tollen Roman Das Peru-Mädchen. Also für alle, die es noch nicht gelesen haben, der Roman heißt Das Peru-Mädchen, handelt in Iquitos. Wunderbare Geschichte mit Schamanen, mit sozialen Unterschieden und auch vielen anderen Überraschungen. Und von Susanne de Winter, wunderbares Buch, kann ich sehr, sehr empfehlen. Also, ich habe Ja, das verschlungen. habe ich auch gelesen. Ja, Also, habe ich auch gelesen. Ist wirklich
Ja, und so, alle, die das erzählt, ne? Ja, die eine Idee haben, wie Peru ist. Also ich war bei mir, kamen ständig die Bilder hoch, als ich in Iquitos am Rand des Amazonas stand und da drauf schaute und es gar nicht glauben konnte, dass ich da vor diesem großen Fluss stehen darf und wir dann später mit so einem Bötchen über den Fluss in den Seitenarm in eine Lodge gefahren, wo es natürlich keinen Strom gab, also mit Stromaggregat und nachts dann diese ganzen Geräusche, das ist ja Ja, das ist etwas Wahnsinn. Das ist ganz, ja. ganz besonders, ja. Und in dem Roman ist es wunderbar transportiert und verarbeitet, ja. Ja, genau. Ja, das ist wirklich etwas Besonderes und das ist etwas, das ich immer sage. Also Peru hat so viel zu bieten. Ne? Ja. Also Peru ist wirklich sehr vielfältig und gerade Iquitos ist für mich ein anderes Peru. Ne? Ja. Und ja, hier muss ich sagen, wenn ich über Amazonas rede, die Leute denken immer an Brasilien. Also, ja. Aber ein großes Teil von Peru ist Amazonas. Ne? Das muss ich immer erklären. Ja. Und ja, für mich Iquitos ist wirklich sehr besonders. Ne? Ja, da habe ich eine Anekdote. Also ich gehöre auch zu denen mit Amazonas und Brasilien, bis ich ja. das dann gelernt habe nach einiger Zeit. Aber es gibt ja einen ganz berühmten Mann oder berühmte Firma Amazon. Und ich habe in der Autobiografie oder in der Biografie des Gründers Jeff Bezos gelesen, dass seine Firma nach dem Amazonas benannt ist. Amazon ist wegen Amazonas. Und er hatte auch eine Firma, die hieß Urubamba. Also daher, Peru findet sich überall wieder und ist ein ganz ja. besonders, ja, definitiv. Ja. Lass uns doch mal hineingehen in die Gründung. Also du hast die Entscheidung getroffen, jawohl, ich mache meine eigene Firma und dann ist die Idee da, es macht ja meistens nicht so, dann, dass alles funktioniert, sondern irgendwo muss man beginnen. Wie war die Stadtphase für dich? Erzähl doch mal da, Magali, wie ging es dir da, was hast du gemacht? Wie war das? Genau, also das ist nicht so einfach, ne? Weil man muss, gut, ich kannte schon ein paar Reiseveranstalter, aber hier in Deutschland gibt es viele, die Südamerika anbieten. Und genau, das ist wie eine Herausforderung, kann man sagen, weil man muss die Veranstalter kontaktieren und vielleicht schickst du E-Mails und so, aber manchmal kommt keine Antwort und dann musst du versuchen anzurufen, dich zu präsentieren und manchmal ist es schwierig, weil die Leute dich nicht kennen. Ne? Ja. Und ja, also ich habe so angefangen, aber gut, man muss sich trauen. Ich muss das sagen. Man muss sich trauen und man muss an sich glauben, ne? Dass man das kann. Und dann, das ist, ja, ich denke, jeder Anfang ist immer schwierig, ne? Aber dann durch die Kontakte, die du machst, also diese Netzwerk, das du baust, dann wirklich die Sachen kommen einfacher. Weil jeder, wenn du so viele Kontakte hast, dann weißt du, wo ein Event gibt, wo, weiß ich nicht, eine neue Messe gibt. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig, ne? Kontakte zu haben. Ja. Und was, wenn du zurückblickst auf die Jahre, was war deine größte Herausforderung? Was war der Moment, wo du sagst, wow, das war richtig, richtig schwierig. Und wie hast du es gelöst? Ja, also ich muss sagen, ja, seit ich hier in Deutschland bin, in 2015 war das, als ich meinen Führerschein gemacht habe, das war für mich wirklich eine Herausforderung. Erstmal wegen der Sprache, ne? Also alles auf Deutsch und du musstest, ja, ich musste viele neue Worte lernen. Ja. Und, ja, also die Theorieprüfung habe ich schnell bestanden, aber dann ja, die praktische Prüfung war das Problem. Ich habe einmal durchgefallen, zweimal nochmal und dann hatte ich keine Lust. Und gerade da wollte ich nach Peru, ich war in Lima, ja, ich hatte da noch nicht eine Arbeit und ich bin 2 Monate da geblieben und dann habe ich gesagt, wie kann das sein, du kommst aus Lima,
wo viel Verkehr ist, ja, kannst du das nicht in Deutschland schaffen. Ne? Mhm. Und ich bin zurück und dann habe ich also das war mein drittes Mal und ich habe das geschafft. Ja, das war wirklich sehr schwierig. Ne? Mhm. Ja, also weil ich nie Auto gefahren bin. Ne? Das ja, auch so. Ja, braucht man ja, ja nicht in Peru, ja, in Lima. Das ist ja, braucht man das ja meistens nicht. Während in Deutschland ja, ist es komplett anders. Genau, genau, Holger. Das ist etwas, das ich zum Beispiel vermisse. Ne? Mhm. Dass du brauchst das nicht, einfach ein Taxi nimmst. Das ja, ist nicht so teuer im Vergleich mit Deutschland. Ja. Das sind Sachen, die ich vermisse. Ja. Mhm. Ja. Und ja, von deiner Firma her, was war da die größte Herausforderung, wenn du da zurückschaust? Mhm. Von meiner Firma, meine große Herausforderung, ja, genau, also waren erstmal die B2B-Messen zu ja, vorbereiten. Ne? Ja. Mhm. Weil für eine Endkundenmesse, das ist nicht so schwierig, mhm, genau. Aber für deine B2B-Messe musst du dich vorbereiten, musst du ja, eine Agenda vorbereiten mit Termine. Sonst denke ich, hat kein Grund, auf eine Messe zu gehen. Ne? Ja. Weil du musst Kontakte kennenlernen. Ja. Und ja, ich denke, das ist eine Herausforderung, mhm, genau. Mhm. Und auch ja, die erste Reise, die ich in Deutschland gemacht habe, ne, am Anfang, weil meine Arbeit ist nicht nur am Computer sitzen oder telefonieren, sonst, ja, vor Corona, muss ich sagen, musste ich reisen. Ne? Ja. Musste ich Veranstalter, Reisebüros besuchen, wo ich die Produkte vorstelle. Und ja, eine Agenda zu bauen und dann musst du ganz genau sehen, wo die Adresse, ne? Also mein Excel gemacht, ja, Adresse hier und dann wie lange musst du fahren bis zum nächsten Punkt und ja, wie lange du da bleibst. Also du musst das richtig, richtig ordentlich aufbauen und ja, ich muss sagen, ohne Google Maps schaffe ich das nicht. Aber ja, also mit viel Technologie ist alles einfacher geworden. Ja, ne? Ja, ja, das ist mhm, gut. Mhm. Ja. Vor allem noch auch zurückblicken aus dem Geschäftlichen her. Was war da dein größter Erfolg im Moment, wo du sagst, wow, den habe ich heute noch vor Augen, da bekomme ich heute noch Gänsehaut. Was war so dein schönster Moment, dein erfolgreichster Moment, Magali? Mhm. Ja, mein erster Erfolg natürlich ist, dass ich eine Firma gegründet habe. Ja. Ne? Ich hätte das nie gedacht, hätte ich wirklich nicht gedacht. Aber diese gesamte Situation war so, dass ich mich getraut habe. Mhm. Und ja, ich denke, dass ja, so ein Produkt wie meine Kunde in Chile, ne, mhm, zu vertreten, ist für mich wirklich ein Erfolg. Weil mhm, das ist ein Produkt, die schon viele, viele Jahre in Deutschland positioniert war. Mhm. Und ich arbeite mit denen seit 2017. Ne? Und, ja. Ist wirklich ein tolles Produkt. Und auch ein Erfolg ist, dass ein unbekanntes Produkt, wie zum Beispiel die Lodge, ne, die ja, Heliconia Lodge, wie die Heliconia Lodge war am Anfang, ja, jetzt auch viele Kataloge in Deutschland. Ist, ne, Verdienst, dadurch hast du dazu beigetragen, dass die Lodge bekannter wird, Gäste bekommen, Gäste aus Deutschland, die dann Peru kennenlernen und dann wieder zurückkommen nach Deutschland und darüber berichten, wie toll es ist. Also so wie Susanne Winter gleich noch einen Roman geschrieben hat, also diese Flusskreuzfahrt gemacht hat. Ja. Genau, genau. Also wie gesagt, meine Arbeit ist auch mit Journalisten, ne, zu reden und
sehen, was wir zusammen machen können, aber auch mit den Veranstaltern. Ne? Also die entscheiden, ob die Reiseveranstalter, ob die das Produkt im Katalog nehmen oder eure Website. Ne? Ja. Das ist, denke ich, ja, ein Erfolg, ne? Dass das Produkt schon bekannter wird. Und ja, wir bekommen zum Beispiel in die Heliconia Lodge, ja, seit 2018 bekommen wir schon deutsche Gäste. Ne? Mhm. Und das ist, das sage ich immer, wenn ich mit jemandem anfange zu arbeiten, dass das ist nicht so schnell. Ne? Das dauert. Man muss ein bisschen Geduld haben. Das ist nicht so, dass ich mit denen anfange und dann in ein halbes Jahr alle Deutsche da sind. Ja. Nein, das, das dauert und man muss wirklich viel machen. Ne? Also mit Reiseveranstalter und auf, also Messen besuchen, Roadshows und ja, die Besuche, die ich mache, die Door-to-Doors. Mhm. Ja. Okay, ja, lass uns jetzt mal etwas über das Produkt oder die Produkte aus Peru sprechen. Wir haben die ganze Zeit über Peru sprechen und immer wieder kommt, welche Produkte hattest du und sagst, diese sind ganz besonders, was sind deine Empfehlungen in die Produkte, die du hast, die du hattest aus Peru, da nochmal hineinzugehen? Genau, also ich habe zurzeit vertrete ich zwei Produkte. Das ist die Heliconia Amazon River Lodge in Iquitos. Also Heliconia liegt eine Stunde, 20 Minuten flussabwärts von Iquitos entfernt. Ja. Und ja, die Erfahrung da ist so ein bisschen ähnlich, wie die Susanne auf dem Buch erzählt hat. Ne? Also das ist für mich sehr authentisch, muss ich sagen, weil du in der Dschungel bist. Ne? Ja. Und wenn du, wie du gesagt hast, also diese Geräusche, ne? Also sobald du ins Bett gehst oder früh morgens aufstehst, du bist in der Dschungel. Ne? Ja. Da hast du die Möglichkeit, bis 3 Ausflüge am Tag zu machen, so verschiedene Ausflüge, und die Highlights da sind die rosa Delfinen. Ja. Ne? Ja. Die rosa Delfinen, also man kann eine Community besuchen, man kann ja, die Piranhas angeln, das macht immer Spaß. Also ich muss sagen, die Lodge ist wirklich sehr, sehr komfortabel. Wenn ich Sternen geben darf, ja, muss ich sagen, ist eine 3,5-4 Sterne Lodge. Ne? Wirklich wirklich sehr gemütlich. Wir haben einen Pool und ja, wir haben verschiedene Programme. Also Programme ab eine Nacht, 2 Nächte, 3 Nächte. Ich würde empfehlen, 2 Nächte Programm. Ja, eine Nacht ist eigentlich so kurz. Ne? Ja, das ist so kurz. Ja. Genau, das ist so kurz. Und genau, und bis heute alle unsere Gäste, also deutsche Gäste, waren sehr, sehr zufrieden. Ne? Ja, schade, dass ja, jetzt sind wir in dieser Situation mit Corona, aber wir hoffen, dass das bald weg ist und dann können wir weiterarbeiten. Ne? Ja. Genau. Mhm. Ja. Und ja, mein zweites Produkt ist meine Schwester. Meine Schwester, sie macht gastronomische Erlebnis auf Deutsch. Ja, okay, spricht ja Deutsch. Flores, ja. Ja. Ja, genau, genau. Sie macht das. Also sie hat verschiedene Pakete, kann man sagen. Es gibt die Möglichkeit, dass man einfach schaut, also Cooking Show, was die Mabel macht, was sie kocht. Es gibt auch die Möglichkeit, mit Mabel zu kochen. Ja, okay. Und genau, und ja, man kann also, wenn man ein schönes Programm nimmt, ist alles zusammen. Also man kann mit Mabel auch einkaufen gehen und dann zusammen kochen. Und ja, sie macht alles auf Deutsch, konnte sie auch das auf Englisch machen. Ja. Auf Spanisch. Genau. Ja.
Ja, kulinarisch ist Peru und Lima. Genau, das macht sie in dem Schweizer Club, ja, ja. Wo mein Vater als Pächter arbeitet. Genau. Ah, Club Suisse, ja. Ja, genau. Ja. Ich war mehrmals dort, als Kindergeburtstag gab und unsere Tochter ja. war. Ja. Ich glaube jetzt 2 Jahre, also dieses Jahr natürlich nicht. Ich glaube, letztes Jahr oder vor 2 Jahren, mehrmals war ich dort gewesen, ja. Ja, ja, ist schön, ja. Sehr, sehr schön. Für andere Peruaner, Peruanerinnen in Deutschland, die jetzt auch eine Geschäftsidee haben, in dem Bereich Tourismus oder in einem anderen Superfoods, Alpaka, gibt es so viele. Welche Tipps hast du für diese Menschen, die sich noch nicht ganz entschieden haben, Tipps, was kannst du ihnen mitgeben für den Anfang, eine eigene Firma zu gründen? Also ich würde sagen, man muss an sich glauben, ne? Ja. Mhm. Und einfach machen. Also man muss einfach auf dem Pool und schwimmen. Ja. Und ich muss sagen, und das sage ich immer so meine Paisanos, die Peruaner, ja, dass wir Peruaner sind. Ne? Und unsere Kultur ist ein bisschen anders und wir sind sehr flexibel. Ne? Und ja, wir können das schaffen, denke ich. Ja. Man muss nur Geduld auch haben, ne? Viel ja. Geduld und einfach glauben. Mhm. Ja. Mhm. Ist so eine Geschäftsgründung teuer? Braucht man da viel Geld dafür, hohe Investitionen? Ja, ich denke, das hängt ab, was für Geschäft man macht. Also in meinem Fall, also ich arbeite von zu Hause, das ist wirklich ein Vorteil und ich denke, jetzt wird häufiger sein, ne? Ja. Die Leute von zu Hause arbeiten. Mhm. Also ja, in meinem Fall war nicht so teuer, ja, kann man sagen. Ja. Ja. Schön, Magali, sehr, sehr gut. Da kommen wir langsam zum Ende. Die Zuschauer, die Zuhörer, die noch Fragen haben, die sie jetzt also auch Bilder haben oder Sehnsüchte nach Iquitos in Indie Lodge beispielsweise oder kulinarisch sich von deiner Schwester verwöhnen lassen wollen. Wie bist du am besten erreichbar? Wie sind deine Kontaktdaten? Genau, also meine E-Mail-Adresse, kann ich das sagen? Das ist Magali, M-A-G-A-L-Y, at connecting-continents.de und meine Website www.connecting-continents.de. Also man findet da alles, was ich mache, also da auf Deutsch und auf Spanisch. Ja, okay. Genau, und ja, meine Telefonnummer ist da und jetzt habe ich, das ist noch nicht in meiner Website, aber das kommt noch, ich habe meine Fanpage aufgebaut und ja, meine Instagram, genau. Ja, ja, und ja, wenn man etwas braucht, kann man mich kontaktieren, also ja, also wir können zusammen vielleicht etwas machen für die Veranstalter und Reisebüros. Also ich habe auch Material von den Produkten, Fotos, Videos, alles kann ich einfach geben. Ich gebe die Informationen über die Kontaktdaten in die Shownotes unter dieses Video, um dann auch nochmal alles nachschauen und nachlesen zu können. Ja, danke. Das ist schön, liebe Magali. Danke, vielen Dank, dass du uns entführt hast in die Selva Perus, in das Departamento Loreto Iquitos. Eine Stunde 20, glaube ich, waren es, den Fluss hinab, ja, bis zur Lodge und dann bei schwülwarmen 30, 35 Grad die Natur zu spüren. Meistens ja ohne Handyempfang. Und dann genau, so wir haben. Genau, genau. Also in die Lodge haben wir keine Internet. Also ich denke heutzutage, das ist ja ein Vorteil, ne?
weil man kann wirklich sich konzentrieren in diese schöne Reise. Ja. 2-3 Tage ohne Internet geht noch. Ne? Ja. Ja, also. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen lieben Dank. Viele Grüße und bis bald. Dankeschön, Holger. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.